Na, er lebt noch. Alles gut. Ich wollte noch mal ein Replay aufnehmen. Und zwar, Moment, kriege ich das hin hier? Ah, jetzt kriege ich es hin. Wollte ich mich bei euch verabschieden. Das ist mein letztes Video, was ich hier auf YouTube hochlade. Ich habe das die letzten 3, sogar über 3 Jahre lang gemacht. Es hat mir immer Spaß gemacht. Aber naja, irgendwann ist alles mal vorbei und genauso ist mit meinem YouTube-Kanal. Jo, ich hätte fast die 100 Abonnenten geknackt, aber ich weiß, dass die 99 oder 95, hatte mal, glaube ich, 97 Abonnenten ein exquisites Publikum ist und war. Okay, genug geschleimt. Aber so ist es nun mal. Ich wollte jetzt nicht einfach alles stilllegen, wie so manche YouTuber und einfach nichts mehr aufnehmen und nichts sagen. Eben, wie gesagt, das hat auch private Gründe. Jo. Ah ja, ist halt so. Ich hoffe mal, dass der Ton nicht allzu sehr spinnt. Das ist auch sowas. Ja, das ist auch nicht mal ganz easy da mit dem Aufnehmen. Jo. Nochmal zur Info, bei meinem letzten Video nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Wir sind der Clan 12 GD. Haben wir so, wir sind da. Wie sagt man so schön, Freizeit- und Hobbyspieler. Wenn ihr einen Clan sucht, dann schreibt mich gerne nochmal in-game an. Ihr seht ja meinen Nick hier, Firlefanz. Auf die freie Kamera. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Wir spielen regelmäßig jeden Abend. Wir spielen auch Vorstoß. Meistens verlieren wir zwar, aber es macht trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß. Versuche ich ihn zu ketten. Aber wie gesagt, es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. So ein paar wenige Momente, aber das lag eher an meiner Hardware. Und ich habe das immer gern gemacht. Jetzt wäre der nächste Schritt gekommen, dass ich vielleicht auf Twitch gehe. Aber irgendwie fehlt mir die Zeit. Ganz ehrlich, auch ein bisschen die Motivation. Ich bin froh, wenn ich abends mein Stündchen Zeit habe. Momentan beruflich ist viel. Und ja, ein paar private Dinge noch. Ah ja, das Übliche. Real Life ist ja auch immer nicht zu unterschätzen und es ist sehr wichtig. Und dann fehlt einem auch irgendwie der Nerv dazu. Ne? Jo, ich werde weiterhin meine Lieblingskanäle gucken. Ich meine, ich bin ein Mini-Streamer. Oder YouTuber, ich bin auch noch kein richtiger Streamer. Ich habe auch ab und zu einen Livestream gemacht, aber das war halt nur YouTube. Den Skill for LTU, den kann ich euch sehr empfehlen. Der ist witzig. Klasse Spieler. Schaut mal bei dem rein. Der hat ganz viele Abonnenten. Das ist ein toller Spieler. Und vor allem sieht er das Ganze, wie ich das Spiel auch oft sehe, ein bisschen mit einer Prise Humor. Und genau unter dem, ja, unter den Fahnen lief auch dieser Kanal. Wir haben uns alle nicht so ein bisschen ernst genommen und wir hatten unseren Spaß. Aber jetzt ist es einfach vorbei. Also wir haben immer noch Spaß, ihr wisst ja, aber wir haben nicht mehr so Spaß oder ich nicht mehr. Und dann höre ich lieber auf, bevor ich irgendeinen Mist abliefer. Das bringt ja nichts. Seiden, ich habe jetzt über Nacht 10.000 Abonnenten. Also ich kann euch versprechen, wenn wir die 10.000 Abonnenten schaffen, dann kommt sensationeller Schuss um so Uhr. Die Kanone, weißt, alles egal. Dann mache ich weiter, okay? Also schaffen wir die 500 Likes und die 10.000 Abonnenten, dann bin ich weiter dabei. Versprochen. Naja, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen pessimistisch. Das werden wir über Nacht nicht mehr schaffen, von dem her. So, genug Dumpfsinn gelabert. Wie gesagt, schreibt mich an, wenn ihr einen Clan sucht. Und das war mir immer eine Freude mit euch. Kaum irgendwie Schlauberger-Kommentare gehabt oder Hate-Kommentare. Könnt ihr jetzt noch machen? Ihr habt noch einen halben Tag Zeit oder einen Tag. Sondern lasse ich das Video online. Und dann werde ich das auch auf privat stellen. Aber ich glaube nicht. Ich habe ganz nette Zuschauer. Und wir sind ein kleines spezielles Publikum, denke ich. Autsch, der Indienpanzer war das ja.
Ja, ganz komisch jetzt irgendwie nach 3, 4 Jahren. Jo, also, Leute, bleibt gesund. Kommt ja, denke ich, auch ein guter Sommer jetzt wieder. Lasst euch impfen, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir dieses Thema. Es ist einfach jetzt ein komisches Gefühl. Und jetzt werde ich die Sache beenden. Und haut rein, schaut mal beim Skill4LTU vorbei oder schreibt mich mal in-game an. Wir können gerne mal eine Runde Zug zocken, wenn ihr wollt. Test-Daten gebe ich euch dann. Und wenn ihr einen Clan sucht, wie üblich, schreibt mich auch an. Okay, Leute, macht's gut. Jo. Ciao, ciao. Euer Firlefanz.